Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Wir machen jetzt hier Feuerwerk vom Feinsten, auch wenn der Regen etwas einsetzt. Und Moment. So. Aufs neue Jahr. Gesundheit, ne? Ich habe mir gedacht, wir legen los mit Just for Fun. Und zwar beiden Packungen. Moment. Wie gesagt, Just for Fun, da lege ich mir jetzt hier los. Wenn das Feuerzeug versagt, habe ich gleich hier einen 10er-Pack. Ich merke schon, ich habe es dann einfach. Ich habe mir einen anderen Platz gesucht. Es folgt Nummer 2. Nummer 3. Nummer 3 immer noch. Nummer 4 und hoffentlich kein Wind. Ah. Neuer Versuch. Wir machen weiter mit Just for Fun, die zweite Packung. Und ich sehe. So, wir haben jetzt ein neues Feuerzeug und nichtsdestotrotz, eben war so ein Typ da, der meinte, nett, frohes neues Jahr zu sagen. Ich sollte einfach das Feuerzeug zünden, das habe ich einfach verneint. Ich sage jetzt mal. Ein neuer Versuch. Zweite Packung und Just for Fun. Zweite Packung und drittes Ding. Just for Fun. Das letzte Teil. Wir machen weiter mit Push-Up. Mit beiden Packungen. Aber Moment. So, ich habe jetzt die erste Packung aufgemacht vom Push-Up und wir machen das erste Ding. Ich weiß nicht, was es ist. Oh, war kurz das Gastspiel. Push-Up, erste Packung, zweite. Uiuiui. Push-Up, erste Packung, dritte. Das war auch nichts. Push-Up, erste Packung, die vierte. Ey. Rede, Leute. Wollen wir denn? Wollen wir da angehen? Halten es kurz schräg, damit es plopp macht. Push-Up, die zweite Packung und jetzt zünde ich das erste an. Hey, Leute. Was soll es anderes geben? Fällt es von alleine um? Also wir können gleich weitermachen hier mit Push-Up. Zweite Packung. Und die zweite. Und fällt auch um. Hey, wunderbar. Wir machen gleich Push-Ups. Die zweite Packung und drei an.
und fällt auch um. Push-up 2, die 3. Und was kommt? War da 4? Wir machen weiter mit volle Kanne. Ich sag nur Hoshi dazu. So, volle Kanne geht weiter. Die Tischbombe wohl gemerkt, oder was es auch ist. Macht es jetzt wieder. Blub. Autsch. So, volle Kanne macht es jetzt wieder. Will nicht so richtig. Ich hoffe aber, dass es jetzt nicht von alleine mal kurz blub macht. Es geht weiter. Wir haben ja noch eine Fördertischbombe. Oder so. Weiß ich nicht. Was jetzt kommt, war sowieso drin in volle Kanne, aber ich weiß nicht, ob es so funktioniert. Was? Zündet nur die Schnur irgendwie. Was ist das für ein komisches Teil? Wir probieren es jetzt hier nochmal. Irgendwie Schrott. Der Haufen. Hey, Leute. Hier. Schrott. Also wir machen jetzt gleich hier weiter bei dem Partyknaller. Die sind nicht anzuzünden, sondern einfach nur zu ziehen. Das muss einfach so passieren. Deswegen kann ich es nicht filmen. Tut mir leid. So, ich habe mir eben sagen lassen hier währenddessen, es wäre Beleidigung. Deswegen kommt jetzt hier was Besseres, logischerweise die Eissterne. Zugegeben, ich weiß nicht, wie die Eissterne sind. Deswegen muss ich mich jetzt selber erst zurechtfinden. Nummer 1, wohlgemerkt, von den 5 oder 4. Vom Keller. Die zweite Eisfontäne. Auch ein bisschen vorsichtig sein, dass man. Das Ding ist, hat kein Docht. Ist kein Wunder, dass man sich schnell eine Brandblase holt oder so. Überzeugt nicht, genau. Einsetzen Regen. So, neue
die Nummer 3 bei den komischen Teilen da. Kommt nicht das rüber, was es ist. Tut mir leid. Nummer 4 jetzt hier. Boom. Schon fast wie ein Polenböller bereit. Nummer 5, aber ich... Komischer Eisstern da. Danach genehmige ich mir einfach nochmal und lese es jetzt. Okay, das ist ein Becher. Wir probieren jetzt mal Good Luck. Hier. Mal sehen, was rauskommt. Ja, Good Luck, der Schornsteinfeger oder was es auch immer sein mag, steht ein bisschen ungünstig, aber ich muss es so stehen haben, sonst kann ich es nicht anzünden. Wir legen los. Sind hier nur zwei. Aha. Der Schornsteinfeger, der zweite. Aber nicht, dass es der Schornsteinfeger aus Eger ist. Wir machen weiter mit den Knallteufeln von Nigo. Also, dass es sich hier um nichts anderes handelt, als wir auf den Boden schmeißen, muss ich nicht erklären, oder? Von daher, Ende des Videos erstmal, was Knallteufel angeht. Wir machen jetzt weiter bei den Gold- und Silberregen. Also, legen los. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was ich da für Amazon-Kram bestellt habe. Jedenfalls hat es der Händler einfach geschickt. Und ich lege jetzt einfach mal mit der Nummer 1 los. Oh. Der Blindgänger, den nehmen wir gleich mit. Denn müsste ja ähnlich verlaufen. Selbe Packung noch. Will noch nicht so richtig. Ich hoffe aber, dass es jetzt zündet. Und auch mal das Label macht.
nochmal. Von vorn. Gold und Silber liebe ich sehr. Okay, hier ist jetzt sichtbar, der eine ist ein golden, der andere ein silberner Strahl. Ich mache erst den goldenen an. Mal sehen, was kommt. Und er will weg. Okay, silbern. Richtige Seite ist es. Ich habe jetzt den goldenen aufgehoben, wir machen jetzt mit dem goldenen weiter. So, wir machen weiter mit der zweiten Packung. Gold- und Silberregen, was ich da auf Amazon bestellt habe, und wie ihr seht, Silber ist dran. So, jetzt sollte zweimal Gold hintereinander kommen, wenn es klappt. So, Gold, wie gesagt. Jetzt kommt Gold und Silber, wie ihr seht, und wir machen weiter, wenn es denn funktioniert. Wenn es denn funktioniert. So, nicht farbenblind sein, jetzt kommt Silber. Wir machen jetzt hier mit Silber nochmal weiter, in der zweiten Packung. So, ihr konntet zwar nicht hören, aber die Feuerwehr ist aktiv, die sind auch trotzdem hier in Bad Hersfeld. Und wir machen jetzt hier mit Silber weiter. Ist aber nicht jetzt hier Silbermond. Einer, zwei, drei Bruderlols, könnte man jetzt sagen, aber egal. Wir machen jetzt hier weiter mit Silber. Und wie ihr schon sehen könnt, jetzt gibt es Gold und Silber. Oh je, je.
Hier natürlich erstmal Gold. Wegen Abwechslung. Ihr wisst gleich warum. Das kommt nicht so richtig raus. So, ich wage mich jetzt hier ran, zweimal Gold zu nehmen. Auf einmal. Okay. Nur einmal ist es gekluckt, wenn du überhaupt. Aber ich muss mich schnell entscheiden. Aus derselben Packung, Keller 2, wenn es denn funktioniert. Jetzt gibt es Silber und es war. Machen wir es weg und ich lege gleich los mit dem goldenen, was da ist. Das hat funktioniert. Ich betrachte das dann mit einem anderen Blick mal. Wo du kommst oder so. Nach der Paarung können wir nicht mehr nochmal ein Klassik. Okay, jetzt letztes Silber. So, ich weiß zwar nicht, wie dieser 1200 Schuss funktioniert. Ich versuche es erstmal im Ziehen. Hoffe, dass es funktioniert. Das war schon mal nichts. Jetzt müssen wir hier wahrscheinlich tricksen oder so. Ich versuche einfach mal was anzuzünden. Weiß aber nicht, ob es funktioniert. Das versuche es von der anderen Seite, vielleicht funktioniert es dann. Okay, wenn es nicht funktioniert, will nicht. Wenn es nicht will, dann will es nicht, oder was? Blindgänger, Punkt. Leute, ich freue mich so jetzt, euch hier Lucky You vorstellen zu dürfen in der Nacht, wo quasi gar nichts mehr zu hören ist. Ey. Ist das nicht geil? Ich jetzt hier on Tour. Wie ihr seht, haben Trolli dabei. Ha! Wir legen jetzt gleich mal los mit Heavy Patrick. Hoffentlich. So, ich musste das ein bisschen bearbeiten.
Aber es gibt das mit dem Patrick. Von daher. Seid ihr bereit? 3, 2, 1. Hier, wir machen jetzt mit dem da weiter, Lucky Cazzelio. So, jetzt kommt Cazzelio. Couch! Cazzelio. So, aus der Lucky U-Packung, Lucky Ludus. Ich muss erst etwas bearbeiten, aber jetzt geht's los. 3, 2, 1. Go! Es geht weiter mit Lucky Bastard. Moment. So etwas bearbeitet, aber jetzt geht's hoffentlich los. Wenn's denn will. Wenn's denn will. Jetzt kommt Juli Jorga, Red Spark Fontaine, also Rode Fontaine irgendwie, in etwa. Wir legen jetzt mal einfach los. Ich weiß nicht, wie der Wind geht. Zünden hat das Ding gar nicht. Oh doch, oh doch. Leute, eben kam ein Stadtverordneter der Stadt Bad Hersfeld vorbei. Ich habe ihm frohes neues Jahr gewünscht. Ja, sag gar nichts dazu. Da schmunzelt so. Schnur ist kurz, ich kann sie nicht zünden. Deswegen hier. Einsetzende Regenbogen gemerkt. So, gerade kam ein Audi-Fahrer vorbei, der habe ich hier das Victory-Zeichen gezeigt, hat darauf reagiert. Jetzt kommt jetzt hier, wie ihr seht, nur hier. Und ich lege gleich los. So, Zündschnur gefunden, jetzt müssen wir nur anzünden, das vorletzte Teil vom Jugendfeuerwerk. Was kommt? Was kommt? Was kommt? Was kommt? Was kommt denn? Ups! Das war jetzt aber hart an der Grenze. Okay. Leute, gefühlsmäßig sind jetzt etwa 20 Minuten vergangen, als ich das letzte Ding angezündet habe. Ich weiß nicht, wie viel tatsächlich vergangen ist. Ich habe mich jetzt mit einem Typen unterhalten und auch mit seiner Frau oder Freundin, weiß ich nicht. Er ist wohl auch mehrfacher Vater. Und während wir uns unterhalten haben, kamen auf einmal ein paar jüngere Leute an und meinten, sie müssten jetzt hier mir wahrscheinlich etwas wegnehmen wollen. Habe ich aber gleich hier gesagt, könnt ihr vergessen, geht weiter. Deswegen jetzt geht es hier mit Lucky Ups oder Lups oder so weiter. So, und mit diesem Teil an Jugendfeuerwerk geht mein Silvesterfeuerwerk für dieses Jahr zu Ende.
Deswegen sage ich jetzt, bitte like das Video, lasst ein Abo da. Wir sehen uns demnächst.